Tierärztin Evelyn Brandt kümmert sich liebevoll um den ersten Patienten des Tages. Doch der darauffolgende Besuch wird ihr Leben von Grund auf verändern. Und wenn es nicht besser wird, einfach wiederkommen, jederzeit. Okay. Auch ohne Termin. Vielen, vielen lieben Dank. Gerne. Wir fühlen uns eigentlich recht wohl hier. Ja, so. Es ist normal. Papa. Tschüss, Morpheus. Zack. Ja, fein. Ja, fein. Wiederschauen, Frau Stein. Dankeschön. Tschüss. Kommen Sie gut nach Hause. Auf, schnell. So, der Nächste, bitte. Danke. Holger. Lange nicht gesehen. Ist was passiert? Ein Spaziergänger hat vor einer Stunde einen Mann mit einer schweren Schusswunde gefunden. Im Wald, ganz in der Nähe. Er wurde direkt ins Krankenhaus gebracht, sonst wäre er verblutet. Das ist ja schrecklich. Ich habe leider nichts beobachtet. Gibt es denn schon einen Anhaltspunkt? Bis jetzt haben wir nur die Tatwaffe, ein Jagdgewehr. Es lag direkt in der Nähe. Wahrscheinlich wieder ein Jäger, der dringend eine Brille braucht. Evelyn, die Tatwaffe ist auf dich registriert. Das ist die Waffe, die du von deinem Vater geerbt hast. Das kann nicht sein. Die liegt daheim, gut verwahrt, im Arbeitszimmer, im Waffenschrank. Ich habe die seit Vaters Tod kein einziges Mal angefasst. Ihr glaubt doch wohl nicht, dass ich das war. Ich gehe nie auf die Jagd. Evelyn, der Mann, der angeschossen wurde, heißt Manfred Hoffmann. Das ist mein Schwager. Jana Hoffmann ist sofort ins Krankenhaus zu ihrem bewusstlosen Ehemann gefahren, als sie erfahren hat, dass er angeschossen wurde. Ich bin Kommissar Lessing. Wie konnte das nur passieren? Irgendjemand hat hinterrücks auf ihren Mann geschossen. Er hat schwere innere Verletzungen, aber er kommt durch. Bitte, finden Sie den Verbrecher, der das getan hat. Verdächtig ist eine Tierärztin namens Evelyn Brandt. Das ist meine Schwester. Dieses elende Miststück. Die Tierärztin fährt mit den Polizeibeamten zu ihrem Haus, um ihnen zu beweisen, dass die Waffe ihres Vaters sicher im Waffenschrank im Arbeitszimmer verwahrt ist. Seht selbst nach. Der Waffenschrank steht links an der Wand. Welchen Schrank meinst du? Das kann doch nicht sein. Der Waffenschrank stand genau hier. Also die Waffe ist nicht da. Wir müssen die Kripo einschalten. Und ich denke, du brauchst einen Anwalt. Evelyn Brandt wird bereits von Kriminalhauptkommissar Lessing befragt. Obwohl ihre Anwältin Isabella Schulien noch gar nicht eingetroffen ist. Herr Kommissar, ich habe Ihnen doch schon gesagt. Jemand ist bei mir eingebrochen und hat den Waffenschrank mitgenommen. War der Schrank denn nicht an der Wand verankert? Nein, der Handwerker hat mich schon x-mal versetzt. Aber ich hatte in letzter Zeit so viel um die Ohren. Ich konnte mich nicht darum kümmern. Und wer soll den Schrank mitgenommen haben? Das weiß ich nicht. Aber das hier habe ich in meinem Arbeitszimmer gefunden. Das ist ein Anhänger. Von einer Kette. Ich trage sowas aber nicht. Den muss der Einbrecher verloren haben. Unsere Spurensicherung hat aber keine Einbruchsspuren gefunden. Bestimmt ist er durch die Hintertür gekommen. Die steht meistens offen. Das ist ein friedlicher Ort. Das Schusswunder von Manfred Hoffmann ist der Mann Ihrer Schwester. Ja, das ist richtig. Aber wir reden kaum noch miteinander. Guten Tag, ich bin Isabella Schulien, die Anwältin von Frau Brandt. Sie hat mich gebeten, gleich hierher zu kommen, nachdem die Kollegen Sie eingeschaltet haben. Ich kann Ihnen nur raten, nichts mehr zu sagen, bevor wir miteinander gesprochen haben. Schon gut. Aber halten Sie sich bitte für weitere Befragungen bereit. Während die Polizei das Haus auf den Kopf stellt, wartet auf Evelyn die nächste böse Überraschung. Wann geht die Polizei denn endlich wieder? Sobald die Hausdurchsuchung abgeschlossen ist. Ich habe nicht auf den Typ geschossen. Seit Vaters Tod habe ich die Waffe nicht angerührt. Stimmt es eigentlich, dass Sie mit dem Schussopfer verschwägert sind? Miststück! Ich habe nichts getan! Ach, hör doch auf!
damit abgefunden, dass Manfred mich wollte. Und jetzt solltest du ihn eiskalt abknallen. Du hast ihn dir mit deinen fiesen Tricks ausgespannt. Aber deshalb schieße ich doch nicht gleich auf ihn. Weißt du, was ich glaube? Du hast dir gedacht, wenn du ihn nicht haben kannst, dann soll ihn auch kein anderer haben. Du hast ihn doch nicht mehr alle. Jetzt beruhigen Sie sich doch. Vielleicht sollten wir besser reingehen und in Ruhe über alles sprechen. Du kommst in den Knast und dafür sorge ich. Komm mir nicht zu nahe. Schluss jetzt. Fass mich nicht an. Das wirst du bereuen und dafür sorge ich. Vielen Dank. Habe ich das eben richtig verstanden? Sie war mit ihrem Schwager liiert, bevor er ihre Schwester geheiratet hat. Nur kurz. Ich habe gedacht, ich habe die Liebe meines Lebens kennengelernt. Doch dann hat sich Anna an ihn rangeschmissen, als gäbe es keinen Morgen. Kurze Zeit später habe ich die beiden zusammen im Bett erwischt. Das muss sehr verletzend für Sie gewesen sein. Das ist 4 Jahre her, aber es tut immer noch weh. Und seitdem reden Sie nicht mehr miteinander? Ich kann es nicht ertragen, die beiden zusammen zu sehen. Obwohl ich meine Schwester wirklich vermisse, aber ich kann ihr das nicht verzeihen. Aber genau daraus könnte die Polizei Ihnen ein Motiv stricken. Ich habe nicht auf ihn geschossen, das schwöre ich. Frau Brandt, beruhigen Sie sich mal. Am besten gehen Sie rein und ich versuche noch mal mit Ihrer Schwester zu sprechen. Wozu? Ich will wissen, was Ihr Mann ganz allein im Wald gemacht hat. Warten Sie. Ich hatte ja noch gar keine Zeit, mich vorzustellen. Ich bin Isabella Schulin, die Anwältin Ihrer Schwester. Erwarten Sie von mir bloß keine Hilfe. Ich hoffe, dass meine Schwester in den Knast kommt. Glauben Sie denn wirklich, dass Ihre Schwester auf Ihren Mann geschossen hat? Es ist ihr Gewehr. Sie behauptet, das Gewehr wurde gestohlen. Ja, das würde ich jetzt auch behaupten. Was wollte Ihr Mann eigentlich so allein im Wald? Keine Ahnung. Eigentlich wollte er übers Wochenende mit 2 Freunden an den See fahren. Dann hat er Sie also angelogen. Was weiß ich? Vielleicht ist er auch zurückgekommen. Aber ich werde Manfred gleich danach fragen, sobald er aus dem Koma erwacht ist. Aber jetzt habe ich wirklich andere Sorgen. Hat Ihr Mann irgendwelche Feinde? Nur meine Schwester. Sie hat uns immer gedroht, es uns heimzuzahlen. Mit einer Schusswaffe? Ja. Ich habe doch keine Ahnung, wie sie inzwischen tickt. Ich will Sie nicht länger aufhalten. Sie wollen bestimmt zu Ihrem Mann ins Krankenhaus. Offenbar hat der Schwager meiner Mandantin seine Frau angelogen. Ich frage mich, was er an diesem abgelegenen Tatort wollte, so weit von seinem Haus entfernt. Am besten, ich fahre da mal hin. Vielleicht finde ich etwas, was die Polizei übersehen hat. Kurz darauf kommt Isabella Schulien in der Nähe des Tatorts an und trifft unverhofft auf jemanden. Mitten im Wald sitzt eine junge Frau und meditiert. Entschuldigung? Ich wollte Sie nicht erschrecken. Das ist schon gut. Was machen Sie ja eigentlich, wenn ich fragen darf? Tantra-Yoga. Sollten Sie auch mal ausprobieren. Am besten in freier Natur. Kommen Sie öfters hierher? Ja, warum fragen Sie? Ganz in der Nähe wurde ein Mann angeschossen. Echt? Das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Dann haben Sie auch nichts Verdächtiges beobachtet, nehme ich an. Nein. Ich muss doch los. Mein Kurs fängt gleich an. Was für ein Kurs denn? Mein Lebensgefährte und ich, wir veranstalten Tantra-Seminare übers Wochenende. Hier im Wald? Ja, in der Hütte, gleich in der Nähe. Und wie kommt man zu dieser Hütte? Wenn Sie weitergehen, kommen Sie direkt darauf zu. Aber wir sind leider schon ausgebucht. Trotzdem. Danke. Gerne. Tschüss. Tschüss. Soweit ich weiß, handelt es sich bei Tantra um eine erotisch geprägte Strömung der indischen Philosophie. Es wäre doch möglich, dass Herr Hoffmann ein außereheliches Abenteuer gesucht hat. Das würde auch erklären, warum er seine Frau über das Ziel seines Wochenendausflugs angelogen hat. Ich gehe jetzt mal zu dieser Hütte. Vielleicht kann ich da was herausfinden. Die Anwältin hofft, dass der Kursleiter etwas von dem Schuss auf den Schwager ihrer Mandantin mitbekommen hat, der nur wenige Meter von diesem Haus entfernt gefallen ist. Dort angekommen, platzt Isabella Schulien in einen recht intimen Tantra-Kurs. Deine Hüfte schwebt frei, du kniest nicht. Oh, bitte, treten Sie doch ein. Guten Tag. Stehen Sie auf der Teilnehmerliste? Nein, ich bin keine Teilnehmerin, ich bin Anwältin. Das schließt sich nicht aus. Mein Besuch hat leider einen ernsten Grund. Ganz in Ihrer Nähe wurde ein Mann angeschossen. Was Sie nicht sagen. Ein Jagdunfall. Die Polizei ermittelt noch. Haben Sie denn nichts bemerkt? Macht mal ohne mich weiter. Ich habe mitbekommen, dass Polizei unterwegs war. Ja, ich dachte, die machen Jagd auf Wildere. Der Mann, der angeschossen wurde, heißt Manfred Hoffmann. Hoffmann? Kennen Sie ihn? Ja, der ist ein Teilnehmer in unserem Seminar. Das habe ich mir fast gedacht. Können wir vielleicht unter 4 Augen weitersprechen? Ja, natürlich. Bitteschön.
Ich bin total schockiert. Ich dachte, er war abgereist. Hat er sich denn von Ihnen verabschiedet? Nein, verabschiedet nicht. Aber seine Sachen waren plötzlich weg. Das hat Sie nicht gewundert? Nicht wirklich. Ich hatte gleich so das Gefühl, mein Seminar ist nicht das Richtige für ihn. Kann ich mal kurz telefonieren? Leider nein. Wir haben hier oben keinen Empfang. Tatsächlich. Das war auch einer der Gründe, warum ich diese Hütte ausgewählt habe. Währenddessen geht das Chaos für Evelyn Brandt erst richtig los. Im Dorf haben sich die Anschuldigungen gegen sie schnell herumgesprochen und die Patienten wenden sich einer nach dem anderen von ihr ab. Herr Rhein? Frau Stein? Hallo. Ist was mit Morpheus? Schlägt die Behandlung nicht an? Doch, alles in Ordnung. Ich wollte nur die Krankenakte holen. Aber die Akte bleibt doch beim behandelnden Arzt. Ja, ich möchte ganz gerne in Zukunft zu Ihrem Kollegen, Herrn Dr. Preußler, gehen. Darf ich fragen, warum Sie wechseln wollen? Waren Sie nicht mit mir zufrieden? Doch, doch. Ich habe mitbekommen, warum die Polizei das letzte Mal hier war. Und ehrlich gesagt, solange das nicht geklärt ist, fühle ich mich nicht so ganz wohl bei der Sache. Ja, was haben Sie denn gehört? Und von wem? Naja, Ihre Schwester. Tratscht ihr das im ganzen Ort rum? Diese Vorwürfe sind völlig aus der Luft gegriffen. Das müssen Sie mir glauben. Ja, okay. Ich möchte trotzdem ganz gern zu Ihrem Kollegen, Herrn Dr. Preußler, gehen. Schicken Sie mir einfach die Krankenakte zu, okay? Wiedersehen. Noch immer in Sorge um ihre Praxis erwartet Evelyn die nächste böse Überraschung. Offenbar hetzt ihre Schwester auch noch ihre Lieblingstante gegen sie auf. Tante Lucy, hat sie dich auch schon am Wickel? Oh, meine beiden Lieblingsnichten auf einen Haufen. Aber ihr seid ja auch meine einzigen. Was immer sie dir erzählt, glaub ihr kein Wort. Sie lügt, wenn sie den Mund aufmacht. Ach, das sagt gerade eine schießwütige Irre. Wenn du weiterhin Lügen über mich verbreitest, hörst du von meiner Anwältin. Welche Lügen denn? Sogar die Polizei glaubt, dass du auf Manfred geschossen hast. Schämt euch doch was. Was ist das denn für ein Benehmen hier mitten auf der Straße? Gut, dass das eure Eltern nicht mehr miterleben müssen. Ja, allerdings, wer will schon eine schießwütige Irre als Tochter? Jetzt reicht's! Ja, spinnt ihr denn? Wenn ihr nicht gleich aufhört, dann hole ich die Polizei. Das wirst du bereuen. Kind, wo bist du da nur reingeraten? Ich habe nicht auf Manfred geschossen. Das musst du mir glauben. Wenn du das sagst, glaube ich dir das auch. Wenigstens eine. Aber jetzt mal was anderes. Habe ich vorhin richtig gehört? Du hast eine Anwältin? Ja, Isabella Schulien. Sie tut alles, um meine Unschuld zu beweisen. Aber ich muss jetzt los in die Praxis zurück. Ja, dann mach's gut. Aber melde dich bald mal wieder, ja? Ja. Ja? Tschüss. Tschüss. Ja, hallo, Stamm hier. Ja, ich hätte gern eine Telefonnummer. Und zwar von einer Rechtsanwältin, Frau Isabella Schulien. Lucinda Stamm hat sich den Namen der Anwältin sofort gemerkt und sie angerufen. Die besorgte Tante hofft, dass Isabella Schulien mit mehr Hintergrundinfos besser zwischen den zerstrittenen Schwestern vermitteln kann. Hätten wir uns nicht auch in einem Café treffen können? Och, ich bin gern in freier Natur. Sie ist die beste Apotheke. Gegen jedes Zipperlein gibt's hier ein Medikament. Am Telefon haben Sie gesagt, dass Sie die Tante von Frau Brandt und Frau Hoffmann sind. Ja, und die Situation belastet mich doch sehr. Wegen dem Verdacht gegen Frau Brandt? Vielmehr belastet es mich, dass meine beiden einzigen Nichten seit Jahren kein Wort mehr miteinander reden. Und wenn, dann brüllen sich nur noch an. Sind Sie eigentlich die einzig verbliebene Verwandte von den beiden? Ja, der Vater der beiden, der ist vor 6 Jahren verstorben. Und auf dem Sterbebett habe ich ihm versprochen, mich um die beiden zu kümmern. Und das werde ich natürlich auch tun. Und dass Evelyn mit Jana nichts mehr zu tun haben will, das kann ich gut verstehen.
Wie meinen Sie das? Ja, nun, Jana hat Evelyn doch böse mitgespielt. Damals, als Evelyn Jana ihren neuen Freund Manfred vorgestellt hat, hat Jana alles dran gesetzt, damit Manfred sich für sie interessiert. Warum glauben Sie, hat sie das getan? Ach, ich könnte sagen, es wäre aus Liebe geschehen. Aber das war eher der Neid. Denn Evelyn war immer Papas Liebling und Jana hatte das Nachsehen. Hand aufs Herz. Würden Sie es Frau Brandt zutrauen, dass sie auf Herrn Hoffmann geschossen hat? Ach, Evelyn hat schon unter dem Vertrauensbruch gelitten. Sie hatte seitdem keinen Mann mehr und tut sich auch schwer mit Bindung. Dann halten Sie es also für möglich? Dass Evelyn auf Manfred geschossen hat? Nein, nie im Leben. Die hat das Ding noch nie angefasst und weiß überhaupt nicht, wie sie damit umgehen soll. Herr Hoffmann war ja hier in der Gegend auf einem Tantra-Seminar. Ach, beim Jelinek? Sie kennen ihn? Ach ja, um ehrlich zu sein, ich habe ja selbst schon mal so einen Kurs besucht. Ach so? Ja, und da hat mich doch der Wiesinger gesehen, wie ich da hingefahren bin. Und seitdem spricht er kein Wort mehr mit mir. Wer ist denn der Wiesinger? Ja, der Wiesinger, das ist der Milchbauer hier. Ihm gehört das angrenzende Land. Und die Perversen, wie er immer sagt, die mag er nun gar nicht. Die sind ihm ein Dorn im Auge. Und er hat sogar schon mal mit Gewalt gedroht, falls sich einer auf seinem Grundstück verirrt. Und Sie glauben, dass er seine Drohung wahrgemacht hat? Das heißt, er hat auf Herrn Hoffmann geschossen, das Ganze mit einem fremden Gewehr, um den Verdacht von sich abzulenken? Ach, bei dem alten Choleriker könnte ich mir das ganz gut vorstellen. Ja. Okay. Ja, vielen Dank. Sie haben mir schon sehr viel weitergeholfen. Ich werde mich jetzt noch ein bisschen umhören. Ja, ich bedanke mich auch recht herzlich. Tschüss. Und ich werde hier noch ein bisschen weiter Kräuter suchen. Ja, viel Spaß. Ja, danke. Das ist doch seltsam. Warum hat mir Herr Jelinek nichts von diesem rabiaten Bauern erzählt? Wenn er ihm und seiner Kundschaft gedroht hat, dann wäre es doch vorstellbar, dass er die Schüsse abgegeben hat und das Ganze mit einem fremden Gewehr, um den Verdacht nicht auf sich zu lenken. Ich werde morgen Herrn Jelinek noch mal aufsuchen und ihn danach fragen.